Ach so, okay. Ich muss da runter. Und wieder rein ins Wasser. Sehr schön. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bezweifle so ein bisschen, dass er noch am Leben ist, um ehrlich zu sein. Weil, wie will mir hier drin nicht auffallen? Also das sind ja überall Wachen. Komm schon, beweg dich, verdammt, los! Alex, bist du das? Heilige Scheiße! Was? Was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Mhm. Na komm schon. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Hä? Ich muss irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Okay, wir haben in dem Ding wir haben eine Leiter dran. Eine kaputte Leiter. Und eine ganze Leiter. Was? Ich kann hier nichts machen. Okay, das geht nicht. Okay. Was muss ich hier tun? Ich muss das Ding da irgendwie runterkriegen, aber wie komme ich da hoch? Ah, okay. Okay, ich muss das Ding darüber bekommen. Muss ich das ganz anziehen oder? Ach, das ist wieder so ein beschissenes Rätsel. Jetzt. Okay, Moment. Die Leiter ist hier. Das Ding fährt immer komplett durch, wenn ich es anziehe. Das heißt, ich muss mit dem Teil dahin. An der Decke müsste eine Luke sein, die Zwischendecke. Ja, ja, das habe ich schon geschnallt. Was passiert, wenn ich mich jetzt da dranhänge? Okay, da kann ich mit dem Teil nichts machen. Also, ich muss mit dem Teil jetzt erstmal. Kann ich mit dem das Teil eigentlich auch so ziehen? Naja, das hat nicht so gut geklappt. Kann ich das Teil irgendwie drehen? Das ist irgendwie das ist so irgendwie ein bisschen beschissen. Geht das? Nein. Autsch. Hä? Ah, okay, verstehe. Okay. Okay. Zack. Und 10. Na, lock up schon. Okay, so, und jetzt kann ich da hoch. Okay. Aber es kann nicht immer alles klappen.
So. Jetzt muss ich. Alex! Alex! Oh Gott! Ich muss da reinkommen! Ja, ja, ja! Alex, ich bin ja schon. Ich hol dich ganz schnell da raus! Ja, ja, ja! Okay. Jetzt sind wir. Ich bin ja schon dabei. So. Okay. So. Jetzt können wir das Ganze anziehen. Okay. Manchmal braucht man einfach ein bisschen länger. Wie zufällig der Haken gleich direkt reinschlägt. Das ist ein echter Glücksgriff. Das ist echt ein sehr, sehr glücklicher Zufall. Oh Mann. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen schießen auf uns. Jetzt. Ich war gerade so baff von dieser von der Szene und so. Was muss ich da machen? Ach, da ist ein Seil. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe das Seil hier nicht gesehen. Halten hin. Ah, cool. Okay. Der arme Alex. Es darf niemand mehr sterben. Aber er hatte zumindest recht. Er hat seinen Heldentod bekommen. Oh, das ist so. Es ist schon sehr, sehr cool inszeniert, dieses Spiel. Mit den ganzen Sequenzen und alles, also das ist wirklich, das ist echt gut gemacht. So, Moment, X halten. Ja, geht ein bisschen schneller. Also das ist sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Okay, da sind wir schon. Das klappt bestimmt. Aha. Ah, okay, jetzt können wir das hier auch machen. Jetzt können wir das Ding hier runterschmeißen. Und dann ist auf wundersame Weise der Boden der Brüchige offen. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben.
In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Forscher, Geheimnis der Insel. Sie haben etwas in den Klippen gefunden. Ein altes Grab. Vielleicht finde ich dort Antworten. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Kehren Sie zum Lager der Überlebenden am Strand zurück. Okay, ach cool, jetzt können wir da hinten auch einmal die Tür aufmachen können. Also ich frage mich ja, ob wir dann... Also wir müssen dann bestimmt auch gegen die Oni dann später noch antreten. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. So, Moment. Machen wir das hier gleich. Okay, so. Ist das jetzt hier offen? Dann können wir da hier rein. Aber ich muss sagen, ich würde es auch bevorzugen, wenn wir keine unserer Crewmitglieder mehr verlieren. Ich dachte ja am Anfang vielleicht noch so, Moment. Erstmal die Reliquie. Das ist ein Tempo-Zu. Präge ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Schick. Also ich mag ja diese alten japanischen Münzen und generell so diese japanische Kultur auch ist schick. Also es ist wirklich, gefällt mir gut. Was wollte ich sagen? Ja, ich hatte ja am Anfang noch so ein bisschen die, als wir den, der Grimm war das ja. Als der da die Klippe runtergestürzt ist, dachte ich vielleicht noch so, naja, vielleicht überlebt er ja auch noch irgendwie, dass er es irgendwie dann doch geschafft hat. Jetzt sind mittlerweile 3 Leute gestorben und ich habe da keine Hoffnung mehr. Ich glaube, da werden auch noch ein paar mehr Leute sterben. Dann. Ich hoffe es nicht, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ein Geocache. Habe ich vorhin übersehen. Frechheit. Hier ist doch... Ich will da rein. Da kann ich keinen Pfeil anbringen, ne? Ne. Ist das da jetzt ein... Okay. Probieren wir mal kurz was. Okay, schade. Ich dachte, ich kann sie vielleicht aufschließen, ja. Aufschießen, aber offenbar nicht. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zurück. Hallo? Ah. Wie komme ich denn hier rein? Hier ist nichts. Oder hatte ich da... Ach nee, ich hatte hier noch so eine... Ja, genau, ich hatte hier noch so eine Tür aufgekriegt habe, beziehungsweise so ein Konstrukt. Aber da werde ich ja nicht hinkommen, oder? Ah, okay. Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Auch sehr schick. Vor allem, die haben sich auch viel Mühe gegeben, dann immer mit diesen Gravuren und alles. Und das ist schon cool. Oh, eine Schatzkarte. Bunker an der Klippe. Komplette Karte, Belohnungsorte ansehen. Schauen wir mal ganz kurz. Okay, hier haben wir die Endurance mit dem einen Dokument, das haben wir. Hier haben wir noch einen Geocache und da haben wir auch noch einen Geocache. Okay. Nein, ich werde jetzt nicht hergehen und danach suchen. Das werde ich, wie gesagt, dann später vielleicht machen.
oder was heißt vielleicht machen, ich werde es sehr wahrscheinlich machen, dass ich dann einfach eine Bonus-Session mache, wo wir dann das Ganze im Detail nochmal suchen, also alle Geocaches, alle Dokumente etc. Achso, Moment. Oder ich sammle ihn einfach gleich auf. Wie konnte ich den hier übersehen? Ich bin doch hier durchgekommen. Wie konnte ich den hier übersehen? Toll. So. Habe ich wieder... Ja, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Den gebe ich auch gleich mal aus. Was haben wir denn alles? Also, Kämpfer-Upgrades haben wir alle gemacht. Was haben wir hier noch? Tierische Instinkte und Knochensammler. Was war das nochmal? Tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig. Erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Ich weiß nicht, wir finden so viel Bergungsgut. Ich würde tatsächlich gerne erstmal die ganzen Angriffsdinge hier machen. Pistolenexperte. Was war das hier? Töten Sie Feinde auf kurzer Distanz für mehr Belohnungen. Schalte das Kopfschussfadenkreuz frei. Benutzen Sie Ihr Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Ich würde mittlerweile tatsächlich gerne mal das Gewehr machen. Geben Sie betäubten oder außer Gefecht gesetzten Feinden mit angelegtem Gewehr den Rest und halten Sie dafür Bonus-EP. Ah, okay, das ist praktisch nur für extra Erfahrungspunkte. Ah, verstehe, okay. Ich frage mich übrigens, ich habe hier diesen Bogenexperte. Ich frage mich so ein bisschen, wie ich dieses Kopfschussfadenkreuz bekomme. Ich habe das noch nie gesehen. So. Hier. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich muss jetzt... wo muss ich hin? Okay, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Okay. Dann mache ich das mal. So. Ich werde dann auch, wenn wir dann gleich im Lager wieder sind, werde ich auch dann eine Aufnahmepause dann machen. Einfach nur um sicherzustellen, dass das hier auch alles dann passt. Dann kann ich auch gleich die Folgen dann schneiden und gucken, ob das insgesamt dann passt, weil so, was ich bisher sehe. Aktuelle Position, Strand mit Schiffswrack. Passt das eigentlich ganz gut. Ich möchte es mir nochmal angucken, bevor ich dann jetzt seit... noch länger aufnehme, damit da gegebenenfalls nichts verloren geht, alles sauber ist und ich auch wirklich dann ja das Let's Play dann beenden kann mit den neuen Einstellungen dann. Wie gesagt, es sollte, glaube ich, achso, ich muss das weiter gedrückt halten. Die Grotte. Nein. Okay. So, dann machen wir den hier mal kalt. Toll. Witzigerweise bin ich immer ein bisschen geneigt, wenn es um das Zielen geht, dass ich mir einfach schnell die Maus schnappe und nicht mit dem Gamepad spiele. Ja, weil ich spiele hier am PC, nutze aber das Gamepad, weil das für Tomb Raider ein bisschen, ja, angenehmer ist. Gerade mit den ganzen Quicktime-Events und mit dem ganzen Gespringen und alles, das ist einfach ein bisschen schöner. Achso, ich habe vorhin vergessen, die Waffen zu upgraden, sehe ich gerade. Das ist voll. Hier haben wir drei. Das sind wir auch voll. Okay.
Was habe ich denn hier noch alles eigentlich? Schalldämpfer ignoriere ich jetzt erstmal. Wir haben Präzisionslauf und wir haben Splittergranaten. Dann nehme ich doch mal die Splittergranaten. Vielleicht hilft es uns ja doch mal. Präzisionslauf, eine individuelle Laufmodifikation, die Projektilgeschwindigkeit und so den Schaden erhöht. Okay. Das machen wir dann als nächstes. Beziehungsweise kann ich die Sehne hier vielleicht machen. Okay, dann machen wir die Sehne auch gleich. Dann haben wir das zumindest mal fertig. Das heißt, wir haben den Bogen, haben wir dann Stand jetzt komplett. Die Schrotflinte haben wir Stand jetzt komplett. Die Pistole. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur noch das Gewehr upgraden. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir noch mehr Materialien finden, dass wir die noch ein bisschen aufwerten. Aber das sollte an sich, denke ich, kein großes Thema werden. Jetzt gucke ich mal gerade, was haben wir hier noch? Okay, das sammle ich noch ein. So, was haben wir hier noch alles? Da haben wir noch ein... Ach, da haben wir noch ein Geocache hier. Den habe ich gerade geholt und da ist aber noch ein Geocache. Okay, und da hinten ist dann auch einer. Okay. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht zwanghaft alles einsammeln dann. Ich werde das dann im Nachgang dann nochmal machen, sonst... Na, funktioniert. Okay. Macht's automatisch. Okay. Okay, die Rückreise geht echt schnell, muss ich sagen.